Jetzt im ersten Teil der Ausstellung Perücke, Kopftuch, Ordenstracht in Cherchez la Femme. Das ist eine Übernahme aus dem Jüdischen Museum Berlin und dreht sich hauptsächlich um die Kopfbedeckung von Frauen in den drei monotheistischen Religionen. Hier sehen wir jetzt ein paar Fotografien aus dem Christentum, wobei hier ja eigentlich es nicht mehr so üblich ist im Alltag, dass Frauen Kopfbedeckungen tragen, außer eben beispielsweise bei der Heirat oder bei Papstaudienzen. Im Islam tragen Frauen wesentlich öfters noch Kopfbedeckungen in Form von Kopftüchern im Alltag, wobei auch hier natürlich manche Frauen, wie hier zu sehen ist auf einem Foto von Leona Ossi, eben dass Frauen auch ohne Kopfbedeckung ihren religiösen Glauben ausleben. Im Judentum, gerade im chassidischen Judentum, einer sehr strenggläubigen Gemeinde, da tragen Frauen sogar oft Perücken und zusätzlich eben auch noch verschiedene Arten von Kopfbedeckungen, leben das also eher noch sehr streng aus.